Hier zeige ich dir eine kleine Upcycling-Idee, die mir mal mehr oder weniger spontan eingefallen ist. Und zwar sind das viele verschiedene Tillandsien-Arten. Ich habe an jeder dennoch das Zettelchen dran hängen lassen, einfach aus dem Grund, damit ich dann irgendwann weiß, wie sie auch noch heißen. Denn mein Gehirn ist nicht so das Beste und ab und an vergisst man das. Bei dötterer.de habe ich diese bestellt, kann ich nur empfehlen. Und das hier ist eine alte Pfanne, die ich von eBay Kleinanzeigen geschenkt bekommen habe. Und ich habe mir auf Arbeit einfach diesen Draht genommen und habe ihn. Ich habe jetzt trotzdem ein bisschen Schiss, dass ich die Blümchen runterreiße und habe den ganz unprofessionell mit so einem Jute-Seil zusammengeknödelt. Wie du siehst, es ist wirklich eine furchtbar, furchtbar alte Pfanne, die man nicht mehr verwenden mag. Die Holzstückchen, man kann die Tillandsien auch schon fertig kaufen. Auf so einen Polk. Mir fällt schon ein, hier will eine abhauen, nicht abhauen. Und zwar diese hier habe ich schon fertig gekauft gehabt. Die wurde mit Draht auf so ein Holzstück draufgebunden und einfach hinten und tschüss. Und einfach hinten dran gedrahtet. Und dann dachte ich mir so, weil ich die anderen einzeln gekauft hatte, so, Moment mal, das kann ich auch machen. Das ist ja gar kein Problem. Also habe ich einfach mal ein wenig Holz gesammelt, habe Draht genommen, den man, der ist eigentlich dafür da, wenn man sich Elektronik oder sowas kauft und da ist irgendwie Kabel zugebunden oder was auch immer, da habe ich einfach das genommen. Hab die da dran geknödelt und halt, wie man sieht, einfach da reingehakt. Und dann wachsen sie. Kleine Information dazu: Tillandsien werden mit destilliertem Wasser oder kalkfreiem Wasser besprüht. Dazu habe ich hier Osmosewasser in meiner Flasche und dann bekommt die alle 2 Tage bekommen die so eine kleine Wasserkur, damit sie auch schön feucht sind und bleiben. Wenn man das nicht 2 Tage lang machen möchte, kann man sie auch einmal die Woche in ein Wasserbad legen und dann sich vollsaugen lassen, mehr oder weniger. Und ja, Tillandsien, sollte da noch mal jemand auch Fragen haben, das sind Luftpflanzen, die brauchen keine Erde, somit kann man sich da auch ganz gut bei denen austoben. Ich habe auch hier unten noch eine, die wächst halt so nach unten. Die habe ich jetzt einfach mal auf so einen Eierbecher gestellt, weil ich einfach nicht wusste, wohin mit ihr, weil wie man sieht. Und dann möchte ich mir irgendwie etwas formen und ich weiß auch noch nicht so richtig. Ich hatte mir sowas in der Art gedacht. Und dann nur halt, dass ich das irgendwie aus Ton nachbastle und dann kriegt er halt so ein paar Haare. Das natürlich jetzt nicht mit diesem Plastiklöffel, weil den brauche ich noch anderweitig. Und ja, das ist halt so meine Idee. Wenn es weitergeht mit dem Upcycling, das hier, wie man sieht, ist eine leere Tablettendose. Die werde ich mir einfach aufschneiden und ein Loch reinmachen und schon habe ich einen Topf für meine Blümchen. Genauso wie mit diesem Becher. Einfach ein paar Löcher rein, ein bisschen Erde drin und schon kann ich meine Blümchen in einen Topf pflanzen und dann kommen sie später oder früher oder später in einen Übertopf. Und man spart sich auch da etwas Geld. Judy, das so als kleiner Upcycling-Tipp. Wenn du noch was hast, dann schreib's in die Kommentare.
Und ich meine, so eine Pfanne ist doch mal ein geiler Deko-Gegenstand. Gerade passend zur Küche, kann man nicht meckern. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!